Hallöchen ihr, der Nale 4 und willkommen zurück bei Fallout 76, wo es weitergeht hier mit der Quest Schwarzes Schaf, wo es meine Aufgabe ist, den Bastionpark zu untersuchen. Und ich würde sagen, ich gehe direkt mal hin und schau mal, ob ich da einen weiteren Verbleib auf den verschwundenen Love finde. So. Ist nämlich hier ein kleines Stückchen. Mal Waffe weg. Geht's auch schneller hier. So, was denn hier? Unberechenbarer Ratthirsch. Okay, dann würde ich sagen, hole ich erstmal Fettfutter. Wo sind die anderen jetzt hin? Albino-Hirsch. Und der letzte Hirsch. Jawohl. Okay. Denn Futter bräuchte ich auch mal. So, ist auch eine Kochstation. Das ist gut. Dann kann ich mir erstmal dezent hier nahrungsmäßig was zwischen die Kiemen pressen. So, erstmal gucken, ob es noch irgendwas gibt. Irgendwas zu mitnehmen. Diesen riesigen Zelten. Ring für kleines Gefäß, nein. Blutpaket, Zahnrad, das kann man mitnehmen. So, okay. Aber ansonsten ist hier nichts, ne? Hier war Kanister. Gut, dann hau dir erstmal ordentlich was rein. Und vor allem zieh diesen Kittel mal aus. So, hier, wo ist es? Zwangsjacke. Jawohl, schon viel besser. So, was ist denn hier? Honig kann man mitnehmen. Und was kochen. So, also Nahrungsmittel. Habe ich ja einiges hier. Sehr schön. Okay, wunderbar. Das passt doch. Und weiter geht's. So, wie viele Kerne habe ich eigentlich noch? Drei Stück, okay. So, also, gleich in der Nähe. Ist nicht mehr weit. Bin ich doch mal gespannt, was mich dort erwartet. So, es wird doch schon dunkel. Mitten durch die Wälder. So, nachladen. Okay. Und dann ist es da oben, ne? Und wie kommt hier ein Bus hin? Okay, das ist eine Straße. Okay, das erklärt's. Gut. Ich wollte gerade sagen, so mitten hier im Gebälk. Bus, aber eine Kochstation. Genau. Warum auch nicht? So, geht's hier überhaupt hoch? Ich glaube nicht, ne? Ah, doch, hier. Ist ein Gerümpel im Weg. So. Okay. Noch hier herum. Okay, da habe ich irgendwas. Oh Gott. Parasitisches Monster von Grafton. Bap, 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 bap. Sehr schön. Mal gucken, was er dabei hatte. Guck mal, der zuckt noch, der Arme. Nerven. Okay. Also, was hast du dabei? Säure, jawohl. Öl kann man mal mitnehmen. Teer und die Pulsmine. So, danke dir. Das war das ja nett. So. Okay. Dann.
weiter und ich glaube... Ich bin gleich da. So, mal gucken, zeigt es mir schon was an? Es zeigt mir einen ganz, ganz kleinen Suchradius an. Okay, mal gucken. Was genau ich hier finden muss? Gefahr. Erstmal Gefahr, genau. Finde alle Hinweise im Park. Gefahr. Ist bestimmt so eine verkackte Blähfliege am Ende. Denn die tümmeln sich hier immer mal gern rum. Zumal ich auch nichts gesehen habe. Wo ist denn da jemand auf dem Kompass? Sehe ich auch keinen. Oder sind Maulwurfsratten? Das kann auch sein. So, Hinweise im Park. Das sieht doch hier schon mal sehr danach aus. Tatortnotizen. Detective Mondays Fallnotizen. Um 3.27 Uhr am Tatort eingetroffen. Eine Zigarette. So, noch einer irgendwo. Vielleicht? Ja? Doch? Nein? Ich würde gern lesen. So, Arschloch. Also, um 3.27 Uhr am Tatort eingetroffen, eine Zigarette geraucht. Das machen die immer erstmal, ne? Kommt man Tatort, erstmal Kippe an. Sonst wäre man kein guter Detektiv, ne? Naja, wie auch immer. Die Leiche einer Frau auf dem Spielplatz gefunden. Kippe geraucht. Nein, sie war nahezu bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Eine Zigarette geraucht. Sag mal, was raucht denn der? Den Zustand des Tatorts mir selbst gegenüber beklagt. So. Entschuldigung. Weiter geht's. Also, den Zeugen Gary Wiggle Jacobs befragt. Zeuge war fähig und war fahrig. Was ist denn fahrig? Und nicht imstande stillzustehen. Okay, aber unruhig. Zeuge berichtete von hellen Lichtern und Schreien. Zeuge ist sich sicher, dass es sich um eine Entführung durch Außerirdische gehandelt hat. Eine Zigarette geraucht. Zeuge hat den Angriff selbst nicht gesehen. Eine Zigarette geraucht. Fehlen von hinreichenden Beweisen für eine Verbrechenstheorie. Todesursache wird als unbekannt notiert. Keine Zigaretten mehr. Ja, gut, okay. Also, erster Hinweis hier gefunden. So. Und irgendwo pimmelt hier noch einer rum. So, mal gucken. Wo kann denn da noch was sein? Vielleicht im Schulbus? Could be? Oder? Könnte das nicht sein? Oder hier auf diesem... Spielplatz, warte mal. Wolfs Nachricht an Bo Peep. Bo Peep. Das Treffen muss wie geplant stattfinden. Sie wissen, wie Sie wissen, teile ich Ihren Enthusiasmus für Black Sheep und seine Projekte nicht, aber unsere Investition muss sich auszahlen. Sie haben dafür gekämpft, sorgen Sie dafür, dass es sich für uns lohnt. Ich möchte dieses Mal einen persönlichen Bericht, aber ich habe seit unserem letzten Gespräch den Ort gewechselt. Treffen Sie mich bei Sallys Schleifmaschine in Beckley. Die Stadt ist mittlerweile in desolatem Zustand, aber Sal's ist verlassen. Niemand da, der uns belauschen könnte. Und vergessen Sie nicht, diese Nachricht nach dem Lesen zu verbrennen, Wolf. Oh, ganz im Ernst... Das ist ätzend. Gut, 2 von 3 Hinweisen. Leuchtendes Fleisch, bläfliegen Fleisch. Irgendwo muss hier noch was sein. Eine Nachricht noch. Irgendwo, irgendwas Kleines. So eine Sache. Wo? Ach, guck mal, wie süß. Okay, aber wo finde ich jetzt hier die letzte der Nachrichten? Ist da vielleicht was? Das hier? Baseballhandschuh? Was ist das? Souvenir?
Faultierspielzeug. Das ist ja cool. Okay, nehme ich mit. Da, okay. Bo Peeps Nachricht an Calvin. Oktober 2077. Black Sheeps letzter Versuch war auch erfolglos. Daher geht es jetzt um alles oder nichts. Ich frage mich langsam, warum ich für diesen Kerl so hart die Werbetrommel gerührt habe. Wenn sich das hier jetzt auch noch nicht, auch nicht auszahlt, bin ich erledigt. Und er auch. Das wird sehr unangenehm. Wolf ist mit seinem Latein auch bald am Ende. Das psychologische Gutachten, das er mir gezeigt hat, war verstörend. Wenn ich es vorher gesehen hätte, hätte ich mir das mit diesem Projekt vielleicht zweimal überlegt. Wie hat Black Sheep überhaupt die Genehmigung bekommen, an einem Ort wie Bisshee zu arbeiten? Nein, für solche Zweifel ist jetzt keine Zeit. Social Engineering ist eine Sache, aber hier geht es immerhin nur um Wissenschaft. Die hat Black Sheep drauf, das weiß ich. Ich gehe also zu diesem Treffen, er zeigt mir die Ware und alles wird gut. Untersuche Sals Schleifmaschinen. Oh Gott, wo muss ich denn da hin? Zu Sals Schleifmaschinen, warte mal, mal gucken. Neben Quests. Die blende ich mal aus. Schwarzes Schaf. Oh Gott, nach da hinten. Nach Backlay 26 Kong Kong. Okay, mach ich mal. So, gut. Dann erstmal was essen. Wenn ich schon mal hier bin. So, Blähfliegenfleisch. Wo habe ich es denn hier? Gegrillte Radkakerlake. Und der Hirsch. Lecker, lecker. Das lasse ich mir schmecken. So, also. Hier jetzt gucken. Untersuche Sals Schleifmaschinen. Wo ich dafür hin muss. Während ich gerade. My dad needs a job. Das muss hier irgendwo sein, ne? You mined Automat. Eine Baggerkarte. Karte des Bergarbeiter und Prospektoren. Okay, da kann man Karten kaufen. Gut. Ja, wo denn? Wo lümmelst du denn jetzt rum? So, warte mal, habe ich eigentlich überhaupt den einsamen Wanderer? Habe ich, okay. So, Suche nach Spuren von Wolf. Das muss ja hier dann auch sein, ne? Optional. Genau, irgendwo hier drin. Na, guck mal, da bist du. Einmal, wo ist dein Kumpel? Zweimal, wunderbar. Okay, das unterhebliche Gewehr ist eine richtig geile Sache. Gegen Bots. Das ist der Gutsy. Stimmt, die gab es ja auch noch. So, irgendwo hier was. Muss ich jetzt was finden. Was haben wir hier? Aber es muss da draußen sein. Weil hier sehe ich aber nichts. Welche Spuren? Jetzt war ich auf jeden Fall nämlich irgendjemand hier jetzt hart am Backen. So, wo bist denn du? Da oben. Ach, da oben. So ein scheiß Ghoul. Ist halt die Frage, ob ich irgendwo rein kann hier in den Prawn Shop. Nicht hier. Nein, hier ist auch nichts.
Außer Protestschilder finde ich hier gar nichts. Kann doch nicht sein, hier muss doch was sein, hier muss doch was rumliegen. So, gehe ich mal hier in das Ding rein. Ruhe hier. Wenn ich aber wüsste, wie diese Spuren auszusehen haben. Das wäre doch mal eine gute Sache. Ah, guck mal hier. Da wird mir was angezeigt. Ah ja, schön. Okay, Rohrzange. Du hast nichts. Eine Schachtel mit Zigarren. Dossier zu Black Sheep. Dr. Rebecca Sarkowski, Psychiaterin, Patienten, Gutachten für Bisschi. Der Patient legte eine dissoziative Sicht der Gesellschaft an den Tag. Er verfügt über überdurchschnittlichen Scharfsinn und hochentwickelte kognitive Fähigkeiten. Sein Vermögen, Kontext mit Hilfe von Stimuli zu erfassen, ist jedoch im besten Fall frakturiert. Patient weist Gemütsschwankungen auf, die auf eine Dysfunktion in interpersönlichen Beziehungen und Bindung zu seiner kontextualisierten Umwelt hindeuten. Dr. R. Okay. Jetzt habe ich dich getriggert hier, ne, Kumpel? Jetzt ist gut. Boah, die sind aber auch nervig hier, die Jungs. Okay, mal gucken. Abgekochtes Wasser, das ist gut. Komm doch her. Das ist auch das Grunze hier gut, hey. So, irgendwas anderes hier in der näheren Umgebung. Jetzt wieder raus, also muss hier irgendwo noch was sein. Aber hier sehe ich nichts weiter. Vielleicht nach oben gehen. So. Die gewonnen am Stiel, das ist gut. Kürbiskuchen, lecker. Hey, steht alles bereit hier. Kochplatte. So, wo ist jetzt dieser blöde, nervige Verbrannte? Junge, ganz im Ernst. Geh doch einfach sterben. Batz. Ah ja, kommt der Nächste. Okay. Hat sich's auch. Was hast denn du dabei? 45er Patrone, 10 Stück. Das ist gut. Haarklammer, Stimpack. Kurzes Kampfgewehr. Okay. Hier ist nichts. Gibt es hier noch irgendwelche Hinweise vom lieben Wolf? Vielleicht hier draußen auf dem Dach? Könnte ja sein. Plasmagranate. Oh, das ist jetzt ein größeres Gebiet. Ist ein größeres Gebiet, aber primär hier drin. Überall. Terminal erfordert Skill 1. Mein Skill ist 0. Muss ich gleich mal ändern. So, guck da hinten. Ah, da ist doch was hier. Schau mal. Das ist doch super. So, 45 Patrone. Ein Stimpack noch mitnehmen. Eine Granate kann man verkaufen. So. Baseballschläger, Taschenuhr. Das ist gut für Federung. Das war übrigens die Titelmusik aus The Evil Within. Sehr geiles Spiel. Okay, Sells persönliches Terminal. Top of the World. Werbepaket. Kann ich ja mitnehmen. So, mal gucken. Was gibt's hier? Persönliches Tagebuch.
Eröffnungstag. Der Eröffnungstag ist da. Ich kann es fast nicht glauben. Die Farbe ist kaum getrocknet, aber wir sind tatsächlich bereit, Sandwiches an die Jungs zu verkaufen, die die Automaten in den Minen betreiben. Was sagst du jetzt, Dad? Du hättest doch nie gedacht, dass ich noch für irgendwas gut bin, als ich in der Mine aufhörte. Dieser Jefferson wird in einem tiefen dunklen Loch zugrunde gehen. Du hast nie an meine Leidenschaft geglaubt, aber mir immerhin beigebracht, wie man ein klassisches Sandwich macht. Jetzt müssen wir nur noch bekannter werden. Okay, erster Monat. Was für ein Monat? Die Registrierkasse unten wurde schwer beansprucht. Grace hat uns den Allerwertesten gerettet, als sie die Bestellung entgegennommen und den Laden geschmissen hat. Es war der absolute Wahnsinn für uns beide, aber ich könnte nicht glücklicher sein. Dads altes Geheimnis Familienrezept ist der eigentliche Held. Wir haben die Cranberries fast schneller verbraucht, als wir sie ankarren konnten, aber sie sorgten eben für dieses gewisse Etwas beim Geschmack, das die Kunden wiederkommen lässt. Ein Sandwich-Monopol in dieser Stadt zu haben, schadet natürlich auch nicht. Was für ein Witz. Ich hätte es fast nicht geglaubt, als ich sein Schild ein paar Schritte entfernt hochgehen sah. Papa Moe's Super Sandwiches. Zunächst einmal, wer zum Teufel ist Moe? Charlie hat noch nie einen Moe in seinem Leben, von dem ich weiß. Zumindest nicht, als ich mit ihm ein Klassenzimmer teilte. Dieser Schleimer hat in seinem Leben noch nie einen ehrlichen Dollar verdient und er hat nicht nur den Nerv, einen Laden zu öffnen, sondern auch noch direkt gegenüber. Und nicht nur das. Obendrein wirbt er auch noch für Cranberry Sandwiches. Aber er kommt gegen mein Rezept nicht an. Er wird zum Gespött der Stadt werden. Das hört sich nicht gut an. Was geht hier ab? Seit 2 Jahren im Geschäft und nun jetzt den 2. Monat im Minus. Ich will mir nicht einmal mehr meine Unterlagen ansehen, geschweige denn auf den neuesten Stand bringen. Ich habe so viel hier reingesteckt und doch ist es nicht genug. Was macht Charlie nur? Was tut er in seine Sandwiches rein? Ich habe eins probiert und so schwer es mir fällt, es einzugestehen, es schmeckte besser als meine. Aber warum nur? Was macht er in die Soße rein? Was auch immer es ist, Beckerly fährt voll drauf ab und kann gar nicht genug bekommen. Ich muss rausfinden, wo er seine Zutaten herbekommt, sonst bin ich erledigt. Nicht zu fassen, dass ich auf Chucklehead Charlie abfahre. Ein letzter Versuch. Grace ist weg. Ich kann sie nicht verübeln. Kann sie sowieso nicht bezahlen. Hab seit Wochen nicht geschafft und einen Schuldschein wird die Miete nicht decken. Ich hätte sie natürlich gerne irgendwo anders als auf der anderen Straßenseite gesehen. Ich bin fast umgefallen, als ich sie gestern bei dem idiotischen Logo von Papa Moe erblickt habe. Das war's. Ich fahre heute Abend dem Truck hinterher. Ich weiß, dass sie die Cranberries bringt, aber ich habe keine Ahnung, wo sie herkommen. Ich habe jede Zutat in seinem Sandwich untersucht und frage mich nur, welche Cranberry-Sorte er verwendet. Nuklear. Unglaublich. Charlie macht es wirklich. Er benutzt verstrahlte Cranberries für seine Sandwiches. Ich wusste, dass er schleimig ist, aber ich hätte nie gedacht, dass er so tief sinken kann. Ich konnte es nicht glauben, als ich den Truck in dem verlassenen Steinbruch im Moor sah. Strahlungswarnschilder überall und er fuhr mitten hindurch. Ein paar Stunden später kam er dann mit vollgeladenen wieder heraus und fuhr dann zu Charlie. Es war schlimm genug, dass er mich aus dem Geschäft drängte, aber Beckerly vergiftetes Essen zu geben, ist wirklich das Letzte. Ich kann es kaum erwarten, sein Gesicht morgen früh zu sehen, wenn ich ihn damit konfrontiere. Okay, so, Aufzeichnung. Aktueller Kontostand, minus 200.000 Dollar. Verlauf, 3.200 und dann geht's aber echt. Aber das ist ein Minus, ne, genau. Also hat immer von einem Quartal 1.200 Euro Minus gemacht, okay. Aber hier lief es echt gut. Okay. RQ, really, bravo. Bericht Nummer 61. Headquarter. Hier ist ein Wolf. Habe die Operationsbasis in einem Laden in Bakery verlegt. Eigentümer vermisst. Angestellte vermisst. Kunden vermisst. Der Laden steht leer. Korrektier. Er gehört mir. Das Chaos in Bakery sollte Neugierige fernhalten. Wenn nicht, kann ich mich selbst um sie kümmern. Wolf, Ende. Nummer 62. Wolf, Black Sheep, nach wie vor inkompetent. Meiner Einschätzung nach ist der Fortschritt ungenügend. Meine Einschätzung von Bo Peeps Handhabung des Falles ungenügend.
Ich gebe Ihnen noch eine Chance. Letzte Demonstration in Kürze. Ich sende weitere Berichte. Wolf Ende. Der letzte Bericht. Hallo, Wolf hier. Piep hat es nicht zu unserem Treffen geschafft. Ich werde den letzten bekannten Aufenthaltsort prüfen. Hinterlasse meinen Bericht im Totenbriefkasten in Louisburg. Brauche möglicherweise Verstärkung. Verweise auf den nächsten Bericht. Wolf Ende. Antwort ansehen. Wolf hier. Haku, ich habe neue Informationen zur polizeilichen Ermittlung im Fall Black Sheep. Eingriff könnte notwendig werden. Autorisierung gewährt. Vorsicht geboten. HQ Ende. Koordinaten herunterladen. Okay. Aber es gibt hier nach wie vor immer noch weitere Hinweise, die es zu finden gilt. Beziehungsweise eine gibt es noch. Schaue ich doch mal, wo ich die herbekomme, ob ich dafür aufs Dach muss. Da ging es, glaube ich, noch hoch, ne? So, Vorsicht ist geboten. Denn irgendwo fleucht und kreucht ja noch jemand rum. So, mal gucken, ob hier drin noch was ist. Eine Haarklammer. Genau. Aber mehr ist ja auch nicht. Okay, mal ganzen Scheiße verwerten. So. Irgendwo muss hier doch noch ein weiterer letzter Hinweis rumliegen. Käferfleisch, das bringt mir alles nichts. Nur wo? Wo, wo? Vielleicht mal hier hinten auf das Dach. Vielleicht bringt das ja was. Es ist ja nach wie vor auch noch hier in diesem Suchradius. Ich glaube aber nicht mehr lange. Nee, ne? Okay. Klack, 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 klack. So, wo habe ich euch hingeschossen? Einmal hier. So, aber mehr. Nee, mehr ist hier nicht. Okay, das heißt, irgendwo wieder das andere Gebäude. Vielleicht doch in diesem Terminal, das da noch ist. Das könnte ja sein. Durchaus. Okay. Oberhirntaktiker. Sehr schön. Ist das jemand, der von mir in den Hintern getreten werden muss? Nee, ist nicht. So, ich nehme mal den Bleischrotz. Den biometrischen Scanner. Okay, also. Dann wieder rein da. Nochmal nachgucken. Ich glaube echt, das Terminal muss ich hier noch knacken. Gehe ich mal sehr davon aus, dass da noch irgendwas zu holen ist. Also hier hin, hier hoch. Gucke ich doch mal. Erfordert Skill 1, mein Skill ist 0. Oh Gott, wo waren das jetzt? Das war bei Intelligenz, ne? Den Wiederverwerter. Genau, kann ich raushauen. Dann mache ich doch hier mal den Hacker rein. So, mal gucken. Appear. Draw. Jawohl, das war's. Status offen. Okay. War doch nicht. So, wo ist jetzt hier noch ein Hinweis? Das kann doch nicht sein. Dass jetzt hier nichts mehr ist. Irgendwo hier.
Muss doch noch was sein. Dieser optionale letzte Hinweis. Oder gibt es da noch einen Keller irgendwo? Muss ich weiter runter am Ende? Hier in der Küche ist nichts außer ein Kürbiskuchen. Vielleicht? Nee, ne? Sehe ich aber auch nichts. Guck mal, da hinten leuchtet noch was. Wolfs Nachricht an Bo Peep. Ah, siehste, das ist das. Okay. Bo Peep, du bist nicht super gekommen. Das sieht dir gar nicht ähnlich. Ich gebe dir einen Vertrauensvorschuss. Du warst nie jemand, der einfach verschwindet, wenn es nicht so gut läuft. Ich mache einen Spaziergang im Park. Vielleicht treffen wir uns ja. Wenn ich zurückkomme und du bist da, vergesse ich das mit dem verpassten Treffen. Und wenn ich da bin und du nicht, dann haben wir ein Problem. Okay, gut. Also das schwarze Schaf. Ist es jetzt vorbei? Tatsache. Okay. Das heißt, finde den Streifenwagen. Suche nach Informationen. Gut, das heißt, dann ist das ja hier soweit erledigt. Gott, wo muss ich denn jetzt hin? Nach Louisburg. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, mache ich das doch. Doch das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Macht's gut und ciao, ciao.